Hallo und herzlich willkommen zur 85. Lesung eines regulären Artikels aus meinem Blog rkslp.de. Diesmal hinreichend viele. Für die meisten Sachen im Leben ist es wichtig, dass hinreichend viele sich daran beteiligen. Egal, ob man sich nur, egal, ob man nur seine eigenen Interessen durchsetzen möchte oder es zu einem auch um faire Interessen anderer geht. Ohne hinreichend viele, zumindest bezogen auf das sich daraus ergebende Gesamtvermögen, geht eben selten etwas und gegen hinreichend viele schon gar nicht. Hinreichend bedeutet eben schon ausreichend viele und zwar zielerfüllungsabhängig. Ob man dafür nun wenige oder aber genau dafür geeignete oder viele zumindest gemeinsam, zumindest ausreichend zusammenbekommen hat, spielt dabei keine Rolle. Egal, ob man jetzt einfach nur etwas produzieren wollte oder gleich ein hinreichend soziales, ökologisches, sicherheits- und zukunftsorientiertes Satzsystem schaffen wollte. Wobei natürlich, je nachdem, was man für ein Produkt erstellen wollte, man hinreichend viele schneller zusammenbekommt. Eventuell reicht man dafür sogar schon selbst aus. Beim Schaffen eines hinreichenden Satzsystems wird das alleine schon schwierig. Wie bei einer Ein-Mann-Kapelle müsste man da mehrere Sachen gleichzeitig machen können. Das geht da nur noch hinreichend automatisiert. Also irgendwann wäre wohl auch hier, wie bei der Ein-Mann-Kapelle, eine Lösung da. Das kann man sich vorstellen. Auch wenn es irgendwann tatsächlich nur noch einen geben sollte, der sich darüber Gedanken gemacht hat, wie es sein sollte und das nun auch umsetzen wollte, kann er das theoretisch da. Er könnte sich erstmal mit einem fairen Anteil an allem selbstständig machen und dann jeden anderen, der eine Teilsache umgesetzt sehen möchte, diesen dabei hinreichend unterstützen, solange er das für fair mit universell moralischem Selbstanspruch hält. Da aber diejenigen mit fairen, aus seiner Sicht Interessen, sich selbst eingeschlossen, bei der Umsetzung dieser Interessen wohl auf Widerstand anderer, nicht gesamtheitlich nachdenkender, nicht an Fairness interessierten oder einfach mit einer anderen Ansicht von Fairness gesegneten stoßen. Wenn er eine hinreichende Ein-Mann-Lösung, zumindest zusammen mit den zumindest in einem Teilpunkt gleichgesinnten und sogar kooperierenden Betroffenen gefunden hat, was wir ja angenommen haben, wird dadurch jedweder Widerstand nicht hinreichend sein können. Also mit solch einer Ein-Mann-Lösung von dem einen, der mit universellem moralischem Selbstanspruch geprüft hat, wie es aktuell ist und auch wie es seiner Meinung nach sein bleiben sollte, hat dieser eine dann auch einen Weg gefunden, da völlig auf sich gestellt, als Ein-Mann-Team solch ein System umsetzen und aufrechterhalten zu können. Und er hätte hätte die Gewissheit, dass jemand anders nach seinem eigenen Ableben, der sich mal später in der gleichen Ein-Mann ohne Teamsituation befindet, solch ein hinreichendes Satzsystem umsetzen könnte. Auch wenn sonst keiner mehr prüft, wie er sein sollte, welche Konsequenzen ein Handeln oder Unterlassen hat und diese Situation dann auch herbeiführen, erhalten möchte, zumindest nicht mit ihm oder auf seine Vorschläge, Einwände oder Faktendarlegungen eingeht und von seinen ganzheitlichen Vorstellungen von seinen ganzheitlichen Vorstellungen zu überwecken sind. Er würde es dennoch hinreichend umsetzen können. Ob das unser aktueller zwangsweise einer im konkreten Fall der konkreten Umsetzung auch wirklich mit universell moralischem Selbstanspruch zu dem Ereignis gekommen ist, dass das System, was der neue einer etabliert hat und aufrechterhält, auch hinreichend seinen Vorstellungen entspricht. Denn auch zwei mit universellem moralischem Selbstanspruch, denn auch wenn zwei mit universellem moralischem Selbstanspruch ein solches System erdenken, heißt das nicht zwangsläufig, dass die beiden sich mit ihren Systemen auch hinreichend einig werden. Wahrscheinlich gibt es tatsächlich ein System mit universellem moralischer Perfektion. Nur es sind diejenigen, die solch eines nachbilden wollen, wohl noch sehr lange nicht perfekt. Deshalb schafft man anderen mit einer solchen Ein-Mann-Lösung für die Erschaffung und Aufrechterhaltung eines solchen Satzsystems nach ihren Werten mit universellem moralischem Selbstanspruch die Möglichkeit, dass der Ist-Zustand zumindest tolerierbar ist, so ist, wie sie es noch tolerierbar finden, auch wenn von denen, die die Dinge zumindest so sehen, wie sie selbst, keiner hinreichend mit ihnen kooperieren will und es auch alleine nicht schaffen. Ja.
Muss man auch prüfen, ob das Sinn gegeben hat. Aber kann man sich so rausdenken. Also eine Ein-Mann- oder ein was auch immer Lösung wäre nun so lange hinreichend aus Sicht des einen, solange er selbst lebt oder es einen hinreichend gleichen wieder gibt. Man könnte sich jetzt überlegen, ob man sich auch noch eine Ein-Mann-Lösung vorstellen wollte, die auch nach unserem einen seinem Tod weiterwirken sollte, hinreichend. Dann könnte aber keiner mehr Korrekturen vornehmen. Denn eine Ein-Mann-Lösung braucht eben zumindest einen, der adaptieren und korrigieren kann. Denn universeller Selbstanspruch heißt, dass man seine Vorstellungen, Werte, sein Handeln und Unterlassen anpasst, wenn jemand oder etwas aufgezeigt hat, dass das eigene Wertesystem oder sonstiges System noch nicht alles berücksichtigt, in zumindest einem Punkt nicht optimal, fair, sozial, ökologisch sicher und zukunftsorientiert war. Denn solange man nicht erwiesenerweise über vollständige Informationen und nachweislich perfekt in der Verarbeitung ist, wird man immer wieder was in seinem eigenen System finden, was man optimieren sollte oder muss. Das, was konserviert werden muss, ist der Anspruch an sich selbst, nicht das System oder sonst was. Genau das ist aber auch genau das Grundproblem der textgebundenen Religion. Was einmal niedergeschrieben wurde, wird nicht mehr hinterfragt, selbst wenn diejenigen, die es niedergeschrieben hatten, es mittlerweile eventuell korrigieren würden. Eben nur vielleicht. Aber das weiß man halt nicht, denn die sind nicht mehr da. Wir sind jetzt da. Wir müssen prüfen, wie es ist, wie es sein sollte, wie man da hinkommt und auf den einen warten, der durch sich selbst heraus oder besser gesagt durch Gott schon solch eine perfekte Ein-Mann-Maschine wäre, kann es wohl auch nicht sein. Zumindest tut man dann weniger, als man könnte, damit es jetzt schon so ist, wird, bleibt, wie es sein sollte. Und auch auf säkulärer Erlösung durch einen als hinreichend eingeschätzten, erträumten oder einfach schön geredeten Ein- oder eines Teilkollektivs warten, ist nach meiner Meinung nicht das, was man tun sollte. Und auch dem Leitspruch folgen, es muss erst schlimmer werden, bevor es besser wird, macht es meist nur schlimmer, ohne dass es besser wird. Denn der Leitspruch bezieht sich auf die Hoffnung, dass es mal hinreichend viele geben kann. Zumindest wenn es ohne Zutun anderer auch für die selbst schlimm genug wurde, dass mal genügend an einer hinreichenden Lösung mitarbeiten und aus dem Arsch kommen. Also so eine Anus. Ja, sind ja alle irgendwas mit Husanus oder Alanus, ja, genau. Aber ja, ein bisschen mehr. Diesen Zustand kann man natürlich durch Verstärken zu beschleunigen versuchen. Nur läuft man dann Gefahr, eine Dynamik zu schaffen, die auch nach dem Erreichen des Schwellwertes nicht mehr anhält. Und man nimmt sich und anderen die Chance, dass einem mit der Zeit noch was einfällt, dass es gar nicht so schlimm werden musste, damit hinreichend viele endlich in die Puschen kommen. Und wenn man sich fürs Verschlimmern, damit es besser wird, entschieden hat, läuft man immer Gefahr, von denen angeleint zu werden, die es bereits zu sein, oder es bereits zu sein, die es nur schlimmer für andere haben wollen. Es kann natürlich sein, dass einige schon aktiv für das, was man selbst oder unser einer gut findet, aktiv sind, aber von der herrschenden Ordnung her zum Schweigen verdonnert sind, da sie über all das geheim eingestufte Wissen verfügen. Da sie über als geheim eingestuftes Wissen verfügen. Darauf kann man immer hoffen, aber das weiß man als jemand ohne oder anderem Geheimwissen eben nicht. Und ob man da wirklich gleich gar nicht mehr offen aktiv sein muss, man kann das Geheime ja geheim halten und einfach nur sagen, dass man nicht über alles reden darf. Sonst ist das auch nur wieder ein weiteres Ausreden-Narrativ für den Schweinehund. Natürlich kann es auch immer welche geben, die meinen, nur verdeckt agieren zu können. Das ist in vielen Herrschaftssystemen wohl auch angedacht. Aber wenn man da selbst gerade besser dran ist, sollte man auch nicht einfach hoffen, dass schon hinreichend viele verdeckt, das moralisch und von den fairen Interessen her gesehen Richtige tun und man selbst am besten nichts. Denn dann redet man auch nicht mehr drüber, wie es ist und sein sollte und erkennt keine Fehler oder Verblendungen mehr.
Wir sind sowieso einer der wenigen Staaten, wo man durch die Grundsicherung, auch wenn die nicht hoch ist, Systeme und Leute kritisieren und eigene propagieren kann, also Systeme, ohne dass man dadurch gleich wirtschaftlich existenziell bedroht werden kann. Ein Unfall kann man natürlich trotzdem erleiden, aber eher nicht vom Staat, von Staatswegen, sondern zumindest ist das Risiko da bei uns noch eher am geringsten, würde ich mal sagen. Aber das kann sich natürlich auch schnell ändern. Das sollte es aber nicht. Das sollte aber nicht so sein. Und da halten dann hoffentlich hinreichend viele dagegen. Und das hinreichende darüber nachdenken, wie es aktuell wirklich ist, ist aktuell besonders wichtig. Nudging kann schnell für kulturelle Hegemonieprojekte missbraucht werden. Durch zu viel anderes und/oder Verführungen geht das noch einfacher. Das Problem ist eben, dass man hinreichend viele braucht, um hinreichend viel zu tun. Dafür müssen aber hinreichend viele erstmal wissen, was für welche Ziele nötig ist. Das erfordert aber Zeit und Konzentration. Da kommt einem eine Ausrede wie, ihr müsst nur alle eure kleinteiligen Eigennutzziele verfolgen, dann läuft es automatisch auch im Großen, zumindest für euch durch gut, ja, gut eigentlich, durch bla bla bla, Weißmarken oder Dings genannt, gut so. Ja, genau. Ja. Dann spart man sich lieber die Zeit und das Geld für das Funktionieren des großen Ganzen und arbeitet nur an Einzelnen, für das man gerade bezahlt wird. Man führt also nur noch die Wünsche anderer aus, ohne selbst zu schauen, dass man beim Bestellen der eigenen Wünsche hinreichend zumindest für sich selbst soziale, ökologische, sicherheits- und sanitäre Kriterien, also auch makromäßig, berücksichtigt. Wenn das zu viele machen, zwingt der Marktdruck andere, die sich dafür eigentlich hinreichend Zeit nehmen wollten, dazu auch darauf zu verzichten. Irgendwann achten beim Wählen Konsumparteien aber zu wenige darauf, dass es zumindest für das sie einschließende Gesamtsystem noch passt. Deshalb hatte Gustav von Schmaller, historische Schule, so Gründer des Vereins für Sozialpolitik, gewarnt, nur der Inkonsequente und derjenige, der sein eigenes Land ruinieren will, kann komplett freihändlerisch sein. Jede dezentral organisierte Gesellschaft muss also darauf achten, dass hinreichend viele gescheit wählen und auch hinreichend gescheites zur Wahl stehen. Ah, dafür wird bei uns zurzeit aber viel zu wenig geprüft. Wie es aktuell ist, wie es sein sollte und wie man dorthin kommt, bleiben kann. Das ist dann plötzlich nicht mehr wichtig und eine zumindest hinreichend ausgeglichene Außenbilanz zu achten, nicht mehr wichtig. Da ist es plötzlich selbstverständlich, dass Grenzen nach Zusammenbrüchen von Staatenbünden nicht mehr auf Fairness und freie Bedarfe geprüft werden. Da geht es plötzlich nicht mehr darum, zumindest hinreichend legitim genug zu agieren, sondern nur noch um das Bestehen auf das Legale, mit oder ohne gleich ohne gemeinsame oder gleich ohne gemeinsame Rechtsordnung aller Betroffenen. Da geht es plötzlich wieder um Propaganda und Hegemonie für Vorteile, auch wenn das schon immer ins Verderben führte und nun nur weniger bis unbetroffene andere stärkt. Es prüfen bei uns aktuell zu wenige, es kooperieren zu wenige, es handeln zu wenige für Fairness. Zumindest nicht diejenigen, die ich aus Sicht mit universellem moralischen Selbstanspruch dafür als legitim ansehen würde. Dadurch wird die To-Do-Liste für diejenigen, die es doch tun, immer länger und auch die potenzielle Belastung und Gefährdung für deren Umfeld immer größer. Eine hinreichende Ein-Mann, ein X-Lösung gibt es eben noch, in Klammern nicht. So wird es tatsächlich weiter schlimmer werden, bevor hinreichend viele wieder an einer zumindest kurzfristig hinreichenden Satzlösung mitarbeiten. Bis später dann aber wohl wieder die Bequemlichkeit, Furcht oder was auch immer wieder überhand genommen haben wird, also nachdem es besser wurde, so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde es wieder schlimmer. So, wurde wieder weniger gemacht und dann, ja, jetzt ja, genau. Diejenigen, aber genau. Diejenigen mit hinreichend universellem moralischem Selbstanspruch, lasst uns gemeinsam eine hinreichende Lösung finden. Oder von mir aus auch ohne mich, aber daran sehe ich aktuell keinen Vorteil. Ja, fertig.